Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu den Wrestling News. Die Themen heute: Wie hat das Roster eigentlich auf Triple H als neuen Superchef im Creative Team reagiert? Außerdem haben wir natürlich einige kleinere Sachen, wie zum Beispiel die Verletzung von Sami Zayn, was da eigentlich aktuell los ist und noch vieles, vieles mehr, Freunde. Auf geht's! Letzte Woche bei All Elite gab es ja das Match zwischen Eddie Kingston und Chris Jericho, was ja super brutal wurde, oder vorletzte Woche schon. Und da gab es dann wirklich die Situation, die sich hier zugespielt hat. Und zwar hat sich Jericho die Nase in diesem Match gebrochen. Musste auch nach dem Match abtransportiert werden. Das könnte aber auch Storyline-mäßig gewesen sein, weil er ja zum Schluss noch in dieses Stacheldrahtbad gefallen ist. Und da wurde er rausgetüttelt und dann halt mit einer Liege dann raustransportiert. Generell gab es aber die Diagnose für ihn. Alles andere ist erstmal okay, aber er hat sich die Nase gebrochen. Dann gibt es aktuell ein paar Schwierigkeiten rund um Santana und Ortiz. Santana hat sich ja am Knie verletzt und fällt jetzt erstmal für mehrere Monate aus. Das heißt, sein Tag-Team-Partner Ortiz ist dann halt damit momentan da, aber ist halt, das Tag-Team ist ja nicht da. Und damit ist er irgendwie schwierig einzusetzen. Jetzt ist es aber so, dass die Verträge der beiden am 1. September auslaufen. Und damit ist nicht ganz klar, ob überhaupt die Verträge von Santana und Ortiz verlängert werden. Denn aktuell soll es da wohl so ein paar Probleme geben, was dann dazu führt, dass das halt dann nicht der Fall sein könnte. Also könnte es sein, dass wir Santana nach der jetzigen Verletzungspause gar nicht wieder bei All Elite sehen und Ortiz dann halt auch nicht mehr eingesetzt wird, weil auch sein Vertrag einfach ausläuft. Dann habt ihr vorletzte Woche bei SmackDown Sami Zayn mit einer Armschlinge gesehen, was halt darauf hindeutet, dass er irgendwie verletzt ist. Es gab aber keinen richtigen Bericht dazu. Und die Infos dazu sind halt einfach nur, er hat so ein paar kleinere Verletzungen gehabt, die dann auch dazu geführt haben. Aber wirklich krass lange ausfallen wird er nicht. Damit also keine große Sorge rund um Sami Zayn. Er wird also in ein paar Wochen wieder ganz normal eingesetzt. Vor knapp zwei Wochen war Adam Shear bzw. Braun Strowman in einen Autounfall mitverwickelt. Er hat ein Bild davon gepostet von seinem demolierten Truck und von seinem komplett kaputten Boot. Aber er hat dazu geschrieben, dass es allen gut geht und genau das ist auch der Punkt. Er schrieb also, Auto und Boot können ohne Probleme ersetzt werden, aber menschliche Gesundheit und Menschenleben natürlich nicht. Allen geht's gut, alle sind noch mal davon gekommen, dass halt alles in Ordnung ist, aber trotzdem erstmal ein Schock natürlich. Da gibt es noch eine kleine Info bezüglich Liv Morgan. Sie hat ja jetzt einen ziemlich starken Push bekommen und auch hier gab es die Aussage, dass dieser Push eigentlich so ein bisschen zurückzuführen ist aufgrund der Tatsache, dass Naomi und Sasha Banks nicht mehr da sind. Die haben ja vor einigen Wochen einfach die WWE verlassen, ohne irgendwas zu sagen, ohne irgendwas zu machen, sind halt einfach abgehauen. Und aufgrund dieser Sache musste man sich ja dann einen anderen Top-Face suchen, da dieses Team eigentlich bei Raw und SmackDown als Top-Team, als Top-Face-Damen eingesetzt werden sollten, fehlte das dann so ein bisschen. Und Liv Morgan soll diesen Posten jetzt also übernehmen und damit Top-Babyface in der Frauendivision werden oder jetzt sein. Natürlich holt Triple H jetzt den einen oder anderen wieder mit ins Boot, gerade bei den Damen. Bayley ist jetzt beim SummerSlam zurückgekehrt und so. Das heißt, auch hier wird es wieder eine neue Umstrukturierung geben, aber als Top-Face sollte Liv Morgan weiterhin eingesetzt werden. WWE hat jetzt bekannt gegeben, dass sie wieder nach Deutschland kommen und damit stehen die Termine fest. In Stuttgart wird die WWE am 31. Oktober sein und am 1. November sind sie in Dortmund. Dann gab es ja beim SummerSlam das Match zwischen den Usos und die Street Profits und Jeff Jarrett wurde ja da als Special Ref eingesetzt. Die Frage natürlich, warum ausgerechnet Jeff Jarrett? Und die Sache war eigentlich bloß die, dass ja der SummerSlam in Nashville war und damit wollte man halt jemanden, der halt da bekannt ist und halt diese Show noch ein bisschen mehr zu pushen. Deswegen wurde Jeff Jarrett eingesetzt. Das Ganze ist aber zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt der Plan gewesen, ihn nicht weiter in diese Fehde einzubauen oder ihn nicht weiter als On-Air-Personalität einzubauen, sondern der arbeitet bei der WWE, aber er soll jetzt nicht weiterhin vor den Kameras auftauchen. Dann erinnern sich viele wahrscheinlich noch an Mauro Ronello, einer der besten NXT-Kommentatoren überhaupt. Da gab es vor einiger Zeit, so kam jetzt raus, doch auch mal eine kleine Unterhaltung zwischen Leuten von All Elite und seinem Management. Das heißt, dass man sich da vor einiger Zeit schon mal drüber unterhalten hat, wegen Zusammenarbeit, ist aber halt irgendwie dann nicht passiert. Sehr schade, Mauro Ronello wieder als Wrestling-Kommentator zu sehen, würde mich persönlich echt freuen.
Tony Khan hat ja vor kurzem Ring of Honor gekauft und der ist immer noch dabei, ein Network zu suchen. Denn es gibt aktuell immer noch keine Weekly Shows für Ring of Honor, aber das möchte er eigentlich ändern. Das heißt, er ist gerade immer noch auf einer Suche nach einem schönen dicken TV-Deal für das ganze Produkt. Und wenn das dann soweit im Kasten ist, dann wird auch wieder auf Weekly Shows umgestellt. Aber das muss jetzt erstmal passieren. Er hat natürlich super gute Kontakte, gerade auch, weil er ja mit TNT und TBS ziemlich große Möglichkeiten hat, um All Elite zu präsentieren. Und sowas wünscht er sich eigentlich auch für Ring of Honor. Ist dann halt die Frage, ob man das dann als dritte Show mit einbaut, vielleicht auch auf einen der beiden Sender oder ob man nochmal einen anderen Sender findet, wo man das machen kann. Trotzdem sucht fleißig der gute Tony jetzt nach einem schönen dicken TV-Deal für Ring of Honor. Angel Garza und Humberto Carrillo sind ja aktuell in der WWE ein Tag-Team. Und dazu gab es jetzt eine Äußerung, die doch recht lustig war. Und zwar wurde den beiden vorgeschlagen, ob sie nicht zusammen ein Tag-Team werden wollen. Und dabei hat die WWE aber auch völlig vergessen, dass die beiden Cousins sind. Also, dass sie verwandt sind und super gut befreundet sind und sogar zusammen beim WWE-Tryout waren und darüber nie ein Geheimnis gemacht haben und sogar selbst dieses Tag-Team als Möglichkeit schon gepitcht haben. Und dann kam die WWE selbst irgendwann auf die Idee, euch beide in einem Tag-Team, das ist eine gute Idee. Und die so, ja, das ist uns bewusst. Deswegen kam das dann irgendwie so. Aber es ist halt super lustig, dass sie selbst also davon ausgegangen sind, dass die WWE zu diesem Zeitpunkt, als sie die zusammen als Tag-Team gebracht haben, keine Ahnung hatten, dass sie sogar verwandt sind. Dann ist es jetzt auch offiziell, die Briscoe Brothers haben Ring of Honor Verträge unterschrieben und das auch für lange Zeit. Das heißt, dass es ja immer noch so ein bisschen fraglich war, ob man die Briscoe Brothers wirklich bei Ring of Honor unter Vertrag nehmen möchte. Da es ja mal so ein paar komische Äußerungen gab, deswegen wusste man nicht so richtig, ob man das wirklich machen will. Aber dann gab es ja auch zuletzt jetzt das Match mit FTR. Und eigentlich schien da erstmal alles so in Ordnung und das Ganze ist auch in Ordnung, denn die Briscoes gehören einfach zu Ring of Honor. Das ist einfach so und deswegen ist das jetzt auch alles im Kasten und Tony Khan hat die beiden unter Vertrag genommen. Nachdem er denn letzte Woche Vince McMahon seinen Posten komplett abgegeben hat, Triple H den ganzen Laden übernommen hat, kam jetzt auch raus, dass dann auch John Laurinaitis kein Teil mehr von der WWE ist, denn er war auch großer Bestandteil des Shitstorms rund um Vince McMahon und er wurde dann auch schon ersetzt. Bruce Pritchard wird dann jetzt also erstmal da die Geschichten machen. Außerdem wird er auch noch kreative Sachen machen, Bruce Pritchard und so, also der ja, hat dann auch erstmal jetzt gut zu tun, aber trotzdem werden jetzt erstmal super viele Umstrukturierungen stattfinden, denn Triple H muss ja sich jetzt erstmal wieder seinen Stab aufbauen an Leuten, denen er vertraut, mit denen er zusammenarbeiten möchte und so. Da die alle von Vince McMahon in den letzten Jahren entlassen wurden, das heißt, das dauert jetzt erstmal ein bisschen, aber die Leute, die da sind, auch gerade die Worker und so weiter, sind super begeistert von der Übernahme von Triple H. Dann soweit erstmal heute für das News-Update. Natürlich gibt es in den nächsten Tagen wieder ordentlich News, also gerne den Abo-Button drücken, um dann natürlich auch nichts mehr zu verpassen. Aktiviert noch die Glocke, damit ihr dann auch benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video rausgehauen habe. Und ansonsten Kanalmitglied werden für noch mehr Videos und einen Daumen nach oben und eure Meinung zu den Themen gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein und ciao.